Jo, was geht ab, Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz kurzen Video, und zwar zum Fazitvideo von der PK von Microsoft, die ja gestern stattfand bei der Gamescom um 21 Uhr. Und ich sag mal so, die PK war beschissen. Es war eine komplette Zeitverschwendung. Ich verstehe auch nicht, warum man diese PK wirklich gegeben hat. Und ich verstehe auch nicht wirklich, warum ich mir diese PK angeschaut habe, muss ich zugeben, so wie viele andere auch. Da waren wir uns alle relativ einig. Und zwar legen wir mal los. Die PK ging ja eigentlich relativ gut los mit dem Trailer zu Assassin's Creed Origins, was sehr, sehr geil aussieht. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich zocken werde am Ende des Tages. Entweder Wolfenstein 2 oder Assassin's Creed Origins als Projekt. Beides werde ich nicht schaffen. Also eins von den beiden wird es sein. Und es wird eine sehr, sehr schwierige Entscheidung werden, was ich am Ende des Tages mache. Weil ich habe auf beides Bock, aber beides werde ich definitiv nicht hinbekommen. Traurigerweise. Dann ging es los mit PlayerUnknown's Battleground. Das war das nächste Ding, was man gesagt hat. Das ganze Ding kommt irgendwann nochmal 2017 auf die Xbox-Konsolen per Game Preview oder Insider oder keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie das genau funktioniert. Aber irgendwie wird das dann auf der Xbox landen. Und wahrscheinlich werde ich das Ding auch irgendwann zocken. Ich schätze mal dann, wenn alle Projekte mehr oder weniger durch sind. Das dürfte so irgendwann so gegen Dezember sein. Gegen Dezember, Anfang Dezember müsste ich mit allen Projekten durch sein. Und dann kann ich vielleicht so ein bisschen PlayerUnknown's Battleground raushauen. Aber dann gab es für eine lange, lange Zeit gar nichts mehr. Man zeigte sehr, sehr viele alte Trailer von Forza Motorsport 7, von Cuphead. Man redet über Sachen, die man schon bei der E3 angekündigt hat, wie geil 4K-Gaming ist, wie leistungsstark die Xbox One X ist und dass, glaube ich, über 100 Spiele direkt optimiert werden für die Xbox One X, beziehungsweise schon optimiert wurden. Und dann war es das im Prinzip in der lange, lange Zeit wieder. Dann gab es diese Minecraft Xbox One S Version. Das ganze Ding sieht aus, also kommt so in der Form von Minecraft rüber mit diesen ganzen Blöcken und so weiter und so fort. Und auch für relativ hässlichen Controller, muss ich zugeben. Oh Gott, dieser Controller. Und dann hat man dieses Thema auch wieder abgeschlossen. Dann gab es aber wirklich ein Highlight. Und das war dieses Xbox Design Lab. Ich meine, Xbox ist, glaube ich, die erste Konsole weltweit, die mehr Controller hat als Exclusives. Und dieses Design Lab ist ja so, du kannst deinen eigenen Controller designen. Und das ganze Ding hat man jetzt ein bisschen ausgebaut. Ich weiß nicht, was man genau gesagt hat. Man hat das Ding auf jeden Fall irgendwie ausgebaut auf 23 Länder oder keine Ahnung, was man gesagt hat. Weil das ist der Zeitpunkt, wo ich mehr oder weniger abgeschaltet habe. Und dann kam es noch zu... Gab es noch ein Highlight? Boah, ich muss nur kurz überlegen. Nein. Dann kam es zu dieser Vorbesteller-Info, das war es dann im Prinzip auch. Das gab dann diese Vorbesteller-Info, dass man schon die Xbox One X vorbestellen konnte über Amazon.de und keine Ahnung, wo man es noch alles tun kann. Nur es war bei Amazon.de innerhalb von 20 Minuten ausverkauft und ich habe mir gedacht, was in Gottes Namen ist hier los? Ich verstehe nicht, weil meine Meinung ist so, dass das Hardware über Software verkauft wird, aber die Software von Microsoft mittlerweile aktuell nicht gut ist. Ich verstehe nicht, was rechtfertigt aktuell den Kauf von 499 Euro für eine Konsole? Ja, okay, ich verstehe 4K-Gaming, ich verstehe die leistungsstärkste Konsole der Welt. Aber was ich wiederum nicht verstehe, du hast keinerlei Exclusives, egal wie du es drehst und wendest. Ich glaube, der einzige Exclusive, der relativ interessant ist, ist State of Decay 2. Oder kommt noch irgendwas, was ich komplett übersehen habe? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir die Xbox One X trotzdem mal vorbestellt, einfach so aus Just for Fun. Aber nicht über Amazon.de, sondern über, ich glaube, was war das? Ich glaube, Mediamarkt oder so. Mediamarkt oder Saturn, eins von beiden, darüber habe ich mir das vorbestellt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wo. Und dann werden wir gucken, ob wir irgendwie noch ein Projekt darüber steuern werden. Vielleicht Star Wars Battlefront 2 könnte man vielleicht machen. Muss ich zugeben, wäre vielleicht eine Option, dass wir das darüber zocken mit, erstmal mit, wie heißt das, Xbox EA Access und dann den Rest über diese, wie heißt dieses Ding denn? Mit diesen drei oder vier Tagen vor Abzug, bevor du es zocken kannst, weil diese Ultimate Edition war, keine Ahnung, what the fuck that is.
Auf jeden Fall sieht das so aus. Auf jeden Fall, die PK hat mich nicht gerockt. Das war eine komplette Zeitverschwendung. Es war komplett beschissen. Gott sei Dank hat es SummerSlam so ein bisschen rausgerissen, auch wenn SummerSlam teilweise nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, muss ich zugeben. Aber das war's dann im Prinzip. Also, ich habe im Prinzip gar nichts verpasst, wer diese PK nicht gesehen hat. Der braucht sie auch sich wirklich nicht geben. Das war wirklich gar nichts. Ja, Leute, das war's. Meine Meinung zur bescheidenen Pressekonferenz von Microsoft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ah ja, liebe Leute, Rainbow Six Siege kommt heute wieder um 20 Uhr. Bis dahin, haut rein und tschüss.